Heute soll es wieder um die letzten zwei gelesenen Bücher gehen. Und zwar sind das diese beiden hier. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Beginnen wir mal ganz kurz mit der Geschichte zu diesem Buch. Wer regelmäßig meine Videos schaut und auch meine Vlogs schaut, weiß, dass ich auf dieses Buch sehr, sehr lange gewartet habe. Und ich einfach nicht wusste, warum es der Verlag mir nicht zuschickt, weil ich hatte es als Rezensionsexemplar angefragt und ich habe es netterweise auch zur Verfügung gestellt bekommen. Danke auch nochmal an den Verlag an dieser Stelle. Und ja, ich habe von dem Verlag stattdessen dieses Buch hier bekommen. Und ich dachte so, ja, keine Ahnung, was das jetzt für ein Buch ist. Und vielleicht machen die gerade eine Werbeaktion und so. Und ja, es hat sich dann rausgestellt, dass diese beiden Bücher wohl eine ähnliche Artikelnummer haben und es beim Versand dann versehentlich dieses Buch rausgeschickt wurde statt diesem Buch. Und ich habe mir aber gedacht, das hört sich eigentlich ganz, ganz interessant an. Deswegen habe ich dieses Buch dann auch gleich mitgelesen. Und der Verlag hat mir dann netterweise Broken Hearts, Flammendes Begehren dann doch nochmal zugesandt. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Und ja, ich habe dieses Buch dann auch natürlich gleich gelesen und verschlungen und beginnen wir auch gleich mal mit Broken Hearts. In diesem Teil geht es um Jessie, Kay und West. Und wir kennen die beiden ja schon aus den vorherigen Bänden. Und wir wissen ja, dass West mit seinen zwei besten Freunden, Beck und Jace, zusammen nach Strawberry Valley gezogen sind, um einfach das Leben ein bisschen mehr genießen zu können, um die Vergangenheit hinter sich zu lassen und halt einfach quasi Neubeginn zu starten für alle. Und es ist so, dass West gleich zu Beginn des Umzuges quasi, wo sie in die neue Stadt gezogen sind, Jessie Kay kennengelernt hat. Und die beiden sind so ein bisschen wie Hund und Katze. Wenn die sich sehen, fliegen die Fetzen, aber es ist halt auch wieder, wie gesagt, so eine gewisse Anziehung zwischen den beiden da. Und auch Jessie Kay verspürt natürlich diese Anziehung und fand West von Anfang an ganz, ganz toll. Diese hat sie aber leider total abblitzen lassen und hat sie abgewiesen und hat es auch auf eine nicht so nette Art und Weise gemacht, sodass Jessie Kay Trost gesucht hat bei seinen beiden Freunden. Die Geschichte beginnt natürlich eine ganze Zeit, nachdem die beiden sich das erste Mal begegnet sind. Denn die Freunde von West und die Schwester von Jessie Kay sind quasi ja zusammengekommen und deswegen sehen die beiden sich natürlich auch relativ oft und verbringen halt auch Zeit miteinander. Und es ist jetzt so, dass Wes irgendwie das Gefühl hat, er kann sich von Jessie Kay nicht mehr fernhalten und er will sie auf der einen Seite und auf der anderen Seite will er sie nicht. Denn Wes hat eine Regel. Einmal im Jahr nimmt er sich eine Frau und das für 2 Monate. Nur ob er es schaffen kann, Jessie Kay von dieser 2-Monats-Frist zu überzeugen und ob er sie nach den 2 Monaten überhaupt wieder gehen lassen könnte, das ist es, worum es in Broken Hearts Flammendes Begehren im Endeffekt geht. Ich muss sagen, dass mir gerade Jessie Kay als Charakter ganz, ganz toll gefallen hat. Also ich fand die Frau in den ersten beiden Bänden schon total witzig. Also die hat eine ganz, ganz tolle Art und Weise an sich. Auch wenn Jessie Kay nach außen immer so die taffe Frau ist, ist sie halt hier innen drin doch schon sehr, sehr weich und auch sehr, sehr verletzlich. Und es ist halt schön zu sehen, wie die beiden in diesem Buch versuchen, zueinander zu finden und beide quasi nicht von ihrem Standpunkt weichen wollen und am Ende dann versuchen, doch noch eine Lösung zu finden. Und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, also vom Charakter her mochte ich Jessie Kay total. Aber auch West ist ein ganz, ganz toller Charakter. Denn wenn West sich einmal was in den Kopf gesetzt hat, gibt er nicht auf. Dann zieht er das komplett durch, von vorne bis hinten. Und ja, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, wie West hier in manchen Situationen reagiert hat und wie er auch manchmal gegenüber Jessie Kay natürlich reagiert hat. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also wie gesagt, die zwei Charaktere, Jessie Kay und West, sind ganz, ganz toll. Ich liebe die beiden zusammen sind ein sehr explosives Paar. Die weichen beide nicht von ihrer Meinung ab und schenken sich dann auch wirklich nichts in ihren Wortgefechten, sag ich mal. Und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch die Nebencharaktere hier in diesem Buch sind wieder ganz, ganz toll. Wir haben natürlich hier Beck und Harlow und Chase und Brooklyn. Jetzt muss ich, hab ich überlegt, wie sie heißt. Und ja, auch die haben mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Es ist schön zu sehen, wie die Charaktere aus den ersten beiden Bänden sich quasi entwickelt haben, wie die Beziehung sich entwickelt hat und wie die ganzen Beziehungen untereinander sich entwickelt haben bei den Charakteren. Fand ich auch ganz, ganz toll. Also was die Charaktere betrifft, hat hier Gina Showalter auf jeden Fall ganze Arbeit geleistet. Ich mag echt alle Charaktere dieser Reihe total. Ansonsten, was könnte ich euch noch erzählen? Vom Setting her befinden wir uns hier wieder in Strawberry Valley, was ja eine Kleinstadt ist und in der duftet es nach Erdbeeren im Sommer. Und ja, ich mag das Setting total. Ich kann mir das Ganze super gut vorstellen, diese Kleinstadt unweit von Chicago. Und ja, finde ich ganz, ganz toll. Also ich
finde auch dieses Farmhaus, wo die alle leben und dieses Land drumherum, wie das alles so beschrieben ist und auch wie dieses Städtchen an für sich beschrieben ist, finde ich ganz, ganz toll. Hat mir total gut gefallen. Und ansonsten, der Schreibstil von Gina Showalter war auch in diesem Buch wieder mega gut. Ich finde, die Frau schreibt ganz, ganz toll. Die hat ihre ganz eigene Art und Weise zu schreiben und Geschichten zu erzählen. Und es erinnert mich so ein bisschen an Frau Armentrout. So in die Richtung vom Schreibstil her, so ein bisschen frecher und vorlauter und nicht immer halt so korrekt auch in den Formulierungen. Und das finde ich wirklich sehr, sehr cool und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich mochte ja auch den Schreibstil bei Alice im Zombieland schon total von Gina Showalter, also von daher. Ich mag es, wie diese Frau Geschichten erzählt. Ansonsten kann ich euch nur sagen, dass auch die ersten beiden Teile dieser Reihe wirklich ganz, ganz toll sind. Ich habe jetzt keine Reihenvorstellung gemacht, weil ich ja die ersten beiden Bände jetzt erst vor kurzem quasi gelesen habe und euch vorgestellt habe. Und ja, ich kann euch diese Reihe auch jetzt wieder wirklich nur ans Herz legen und empfehlen. Wenn ihr Lust auf eine ganz, ganz tolle Liebesgeschichte mit ein bisschen Erotik habt, dann solltet ihr euch diese Reihe auf jeden Fall angucken. Ich finde, wenn man nach den Covern geht, sehen die schon sehr erotiklastig aus. Die Bücher ist es aber gar nicht. Also die trieben jetzt nicht vor Erotik, sondern gehen eher so Richtung Nalini Singh, Samantha Young oder auch Jaylin. Also in die Richtung gehen die eher mit, also was die Erotikanteile betreffen. Und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich, wie gesagt, empfehle euch dieses Buch immer wieder. Und wenn ihr es gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne dazu unten in die Kommentare. Damit wären wir dann auch beim zweiten Buch für dieses Video. Und zwar ist das dieses hier, Vor Schmetterlingen wird gewarnt, von Susan Anderson. Das ist ja das Buch, was versehentlich bei mir gelandet ist. Was ich aber absolut nicht schlimm fand, denn ich habe die Geschichte jetzt gelesen. Und dieses Buch ist der dritte und letzte Teil der Sisterhood-Reihe, so heißt sie im Englischen. Und in dieser Reihe geht es, wie auch bei Broken Hearts, um drei Freundinnen hier diesmal. Und da bekommt auch jede Freundin quasi ihre eigene Geschichte. Und das ist, wie gesagt, der dritte und letzte Teil. Und in diesem Buch geht es um Ava, ich weiß jetzt wieder nicht, wie man das aussprechen mag. Auf jeden Fall geht es hier um Ava und Chase. Und Ava und Chase haben sich 13 Jahre lang nicht gesehen und treffen jetzt wieder aufeinander. Und Ava hat so ein bisschen Angst vor dieser Begegnung, denn Chase hat in ihrer Highschool-Zeit etwas ganz, ganz Schlimmes getan. Er hat sie vor allem bloßgestellt und er hat sich in den letzten 13 Jahren mehrfach bei ihr entschuldigt und hat gesagt, dass es ihm leid tut und sie ihm doch bitte verzeihen mag und er jetzt ein ganz, ganz anderer Mensch ist als damals. Und ja, Ava kann ihm aber nicht verzeihen und es treffen die beiden wieder aufeinander. Und ob Ava Chase am Ende verzeihen kann und er vielleicht doch noch eine zweite Chance bei ihr bekommt, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Ich bin ja mit null Erwartungen an diese Geschichte gegangen und dafür hat sie mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es ist eine Liebesgeschichte in Richtung Susan Elizabeth Phillips und Carly Phillips, würde ich sagen. Da würde ich die mit einsortieren, so von der Autorin her und von der ganzen Art her, wie die Geschichte erzählt ist. Und ja, fand ich wirklich sehr, sehr süß, hat mir gut gefallen. Es ist ja so, wie gesagt, dass von der Handlung her hier noch einiges anderes passiert, als das, was ich gerade erzählt habe. Ich mag ja immer nicht so viel erzählen, sonst spoilere ich euch immer zu viel und das ist ja irgendwie doof. Und ja, in diesem Buch passiert von der Handlung her noch ein bisschen mehr. Es geht hier noch um einen verschwundenen Schatz, um die Dreharbeit zu einem Dokumentarfilm und ja, was da nicht noch alles drin steckt, das solltet ihr dann selber lesen. Auf jeden Fall, wie gesagt, fand ich das Buch wirklich sehr, sehr süß. Wie gesagt, es geht so Richtung Carly Phillips, Susan Elizabeth Phillips, von der Art her, wie die Geschichte geschrieben ist. Von den Charakteren her mochte ich Ava sehr, sehr gern. Ich konnte ihre Zweifel verstehen, gerade auf Grund dessen, was sie in ihrem Leben alles durchgemacht hat. Und was ich auch gut fand, ist, dass Ava mal eine Protagonistin ist, die nicht Kleidergröße 34 trägt, sondern sie ist eine gesunde junge Frau, die eine gesunde Kleidergröße 40 trägt. Ja, ich fand das sehr, sehr gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass sie mal eine Frau ist mit einem normalen Körper und nicht immer nur so ein Wunschdenkchen, wie es in den meisten Büchern leider der Fall ist. Und ja, und ich konnte halt aufgrund dessen auch die Selbstzweifel, die sie mit ihrer Figur hat und mit allem, was da dazu gehört, wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen und verstehen, weil ich glaube, jede Frau, die nicht unbedingt Kleidergröße 34 trägt, hat da schon mal Probleme mit ihrem Gewicht und mit ihrem Körper. Und ja, deswegen habe ich mich da sehr, sehr gut in die Protagonistin hineinversetzen können. Und was Chase angeht, also den Gegenpart von Ava, konnte ich ihn auch verstehen. Also, dass er jetzt nach 13 Jahren gesagt hat, komm, verzeih mir, es tut mir sehr, sehr leid, was passiert ist. Ich konnte nicht verstehen, wo die Erklärung dann kam, warum er das damals gemacht hat. Konnte ich trotzdem nicht nachvollziehen. Das ist keine Rechtfertigung für mich, für das, was er ihr quasi angetan hat. Und ja, fand ich einfach nicht cool, aber gut.
Ist jetzt meine Ansicht, ne? Also andere können das vielleicht nachvollziehen, dass er aufgrund dessen so gehandelt hat. Für mich war es jetzt leider nicht nachvollziehbar. Ich finde es einfach nicht cool, aber ich finde es gut, dass er dann sagt, komm, verzeih mir, ich bin jetzt ein anderer Mensch, und dass er offen dazu steht zu seinen Fehlern. Das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Und ja, auch sonst, die Nebencharaktere fand ich gut, haben mir auch gut gefallen. Die Freundinnen von Ava sind ganz, ganz toll, und auch die Filmcrew, die hier noch eine gewisse Rolle mitspielt, hat mir gut gefallen. Ja, vom Aufbau her, wie gesagt, was die Charaktere und alles betrifft, fand ich das Buch wirklich sehr, sehr gut. Ansonsten vom Setting her befinden wir uns hier in San Francisco, also typisch amerikanisches Setting. Es geht hier um eine alte Villa, und ich finde, dass das auch gut beschrieben wurde, wie die Villa aussieht. Was ich jetzt nicht so ganz im Kopf hatte, war so die Umgebung, wie das Ganze da aussieht, so grundstückmäßig alles. Es spielt jetzt hier aber auch nicht so eine große Rolle, sage ich mal, weil es geht eigentlich mehr um diese Villa an und für sich. Und ansonsten vom Schreibstil her ist das ein locker leichter, einfacher Schreibstil, wie gesagt, Richtung Carly Phillips oder Susan Elizabeth Phillips, wer das jetzt kennt. Und ja, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, war dem Buch entsprechend angenehm. Und ich muss aber sagen, dass ich das Ende ein bisschen zu viel fand. Das ist ja jetzt auch der dritte und letzte Teil gewesen zu dieser Reihe. Da muss man zum Ende hin schon nochmal ein bisschen, ne, auf die Kacke hauen, aber mir war es ein bisschen viel zum Ende hin. Das war sehr kitschig und sehr überzogen, aber diese Bücher sind ja alle meistens kitschig und überzogen, deswegen hat es mich jetzt nicht so sehr gestört. Es war auch wirklich nur der Epilog, der da sehr extrem war, was das betrifft. Ja, aber ansonsten mochte ich das Buch. Also dafür, dass mir das Cover echt gar nicht gefällt, war der Inhalt umso besser. Also wenn ihr Lust habt auf so eine süße Liebesgeschichte à la Carly Phillips, dann schaut euch Vor Schmetterlingen wird gewarnt auf jeden Fall mit an. Man sollte wahrscheinlich hier dann auch eher mit dem ersten Teil anfangen von dieser Reihe und nicht mit dem dritten jetzt so wie ich. Aber naja, gut, was soll's. Man kann die Bücher ja unabhängig voneinander lesen. Das ist ja jetzt wurscht. Man wird dann halt nur auf die anderen Pärchen gespoilert, aber so what? Das waren meine letzten zwei gelesenen Bücher. Wenn ihr die Bücher kennt oder gelesen habt, dann schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.